Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung und heute schauen wir uns zwei Begriffe an, die ganz, ganz wichtig sind. Nämlich die absolute Häufigkeit und die relative Häufigkeit. Ich erkläre das mit einem Beispiel. Dann seht ihr, wie einfach das ist. So, relativ einfach. Haha. Also, wir brauchen Daten. So, Datenerhebungsgerät. Ich würfe jetzt. 2, 1, 4. Also 2 Semikolon 1 4. Wir brauchen noch ein paar mehr Daten. 6 5 4. 6 5 4. 6 4 4. 6 4 4. Und einmal machen wir noch. Und nochmal die 6. So. Zähl mal nach, 10 sollen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so und jetzt schauen wir uns als erstes die absolute Häufigkeit an. So, und das ist total anfall. Einfach, das ist nämlich die Anzahl eines bestimmten Ereignisses. Also, die Anzahl, mehr nicht. Das heißt also, wir schauen uns jetzt die absolute Häufigkeit von 1 an. Und die absolute Häufigkeit von 1, die ist hier, da, ist 1. Und die absolute Häufigkeit von 2, Schauen wir mal, da ist auch 1. Die absolute Häufigkeit von 3. Seht ihr es? Keine 3, das ist 0. Die absolute Häufigkeit von 4. 1, 2, 3, 4. Also 4. Dann die absolute Häufigkeit von 5. Da, eine. Also eine, 1. Und die absolute Häufigkeit von 6. 1, 2, 3. So, da wir insgesamt 10 Daten haben, sollten unsere Häufigkeiten zusammen jetzt auch wieder 10 ergeben. 1, 2, 3. 6, 7, 10. So, jetzt sind wir fertig. Wir merken uns, die absolute Häufigkeit ist nichts anderes als die Anzahl des jeweiligen Ereignisses. In unserem Fall das Ereignis 1, Ereignis 2, 3, 4, 5 oder 6. Das nennen wir absolute Häufigkeit. So, okay? Absolut heißt einfach nur zählen, mehr nicht. Jetzt kommt die relative Häufigkeit. Dafür für die relative Häufigkeit holen wir uns noch mal eben wieder die Daten von gerade eben. Also, wir hatten eine 2, eine 1, eine 4, eine 6, eine 5, eine 4, eine 6, 4, 4 und 6. Einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar. Jetzt kommt die relative Häufigkeit. So, und das Wörtchen relativ, das kann man sich eigentlich ziemlich gut merken. Du bist vielleicht relativ groß gegenüber einer Ameise, aber eben relativ klein gegenüber eines Hauses oder was auch immer. Das bedeutet relativ. Also relative Häufigkeit ist nichts anderes, mathematisch betrachtet, als die absolute Häufigkeit. Das war das von den Zellen gerade eben, geteilt durch die Gesamtzahl. Das ist alles. So, und das schauen wir uns jetzt an. Wir gucken uns jetzt die relative Häufigkeit von 1 an. Und die relative Häufigkeit von 1 ist 1. Und jetzt Zehntel. Einer von zehn. Wir können es als Bruch angeben. Wir können es aber auch als, also da schreibe ich jetzt hin, oder in Prozent angeben, also zehn Prozent. Oder auch als Kommazahl, also oder 0,1. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Am häufigsten verwendet wird der Bruch oder die Prozentzahl. So, machen wir mal eben weiter. Wir brauchen gar nicht alle. Ähm, die relative Häufigkeit von 2. Wie oft, also das hier war die 1 und wie oft hatten wir die 2 hier, da einmal. Dann ist die relative Häufigkeit wieder eine von 2. 10 war eine 2 und da sind das wieder oder 1 Zehntel sind eben 10 Prozent oder 0,1. So, schauen wir uns die 3 gibt es ja nicht, das wäre also 0, schauen wir uns noch die 4 an. Die relative Häufigkeit von 4 und da hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4. Also 4 von 4. 10 und das sind dann 40% oder 0,4. Okay, so zum Schluss für euch zum Überprüfen, wie wäre jetzt die relative Häufigkeit von 6. Schauen wir mal. 1, 2, 3 Sechsen? Richtig, 3 von 10, also 3 Zehntel oder 30 Prozent. So, jetzt kennt ihr den Unterschied zwischen absoluter Häufigkeit, das ist das reine Zählen, wie oft kommt ein Ereignis vor, und die relative Häufigkeit ist nichts anderes als die absolute Häufigkeit geteilt durch die Gesamtzahl. Und das ist entweder ein Bruch, eine Prozentzahl oder eine Kommazahl. Okay, das war's.